Tag Leute und herzlich willkommen bei Flat Out 4. Ja, nachdem der dritte Teil ja echt ziemlich übel war und ich auch ziemlich lange gebraucht habe, um den erstmal zu installieren und so, dass er läuft, war er dann doch in erstaunlicher Weise dann doch relativ unterhaltsam. Aber jetzt geht's dann doch mit der Reihe nach dem grandiosen ersten, zweiten, dritten, vierten Teil wieder auf eine, ja, ich denke, spielerisch humanere Ebene. Denn das Ding soll gar nicht so schlecht sein. Warum soll? Ich habe das Ding noch nie gespielt. Ich habe mir das Ding im Sale gekauft, denn ganz ehrlich, Flatout werde ich mir immer holen. Da kann noch so ein Scheißspiel bei rauskommen. Und ja, ich habe gehört, das soll gar nicht so übel sein. Und ich würde sagen, wir zocken das Ding einfach von vorne bis hinten durch. Zumindest den Karrieremodus. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich habe die Einstellung alles auf hochgestellt. Was ist denn der Flatout-Modus? Totale Zerstörung. Deathmatch. Stunt. Ah, das ist sowas wie der Ultimate Carnage-Modus. 42 Herausforderungen. Ich würde mal sagen, das sieht irgendwie auch ganz geil aus. Zock mal's durch. Karriere und Flatout-Modus auf jeden Fall. Wir starten die Karriere von Flatout 4. Es freut mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ich sehe auch die Flatout-Reihe, die kommt bei euch gut an. Wen wundert's, ist halt geil. So, Cup fortsetzen, Werkstatt, Cup abbrechen. So, Fahrzeug durchsuchen, Upgrades anpassen. Was gibt es denn alles Schönes zum Anpassen? Okay, wir haben anscheinend schon ein Auto. Habe ich schon mal was gespielt? Tatsächlich, ich habe es schon mal angefangen irgendwann. Aber da steht null. Also wahrscheinlich habe ich es irgendwann mal installiert und mal ausprobiert. Kann ich das nochmal löschen? Geht das? Kann man das nochmal löschen? Das ist tatsächlich das größte Problem beim dritten Teil. Denn da habe ich auch mal ein bisschen reingespielt und ich konnte den Fortschritt nicht wieder zurücksetzen. Das hat mich echt tierisch genervt. So, wie geht das überhaupt hier? Stuntfahrer herausschleudern. Okay, Angriffsmod, setz deinen Puller ein. Setze die Kugel, setze die Schockwelle. Also sind die hier, Handbremse, das, Respawn. Und gibt es hier gar kein NOS? Gibt es da gar kein NOS? Das kann ja auch nicht sein, muss doch ein NOS geben. Kamera C, Rückansicht, V, ne, irgendwie auf X. Hupe, Respawn, hier gibt es echt kein NOS? Angriff, setze die Waffe nach hinten. Spielerliste. Ey Leute, ich habe das gerade gestartet. Ich habe keinen Dunst. Ich dachte mir, ich mache das komplett blind. Was gibt's denn hier noch? Wir gucken einmal ganz kurz durch. Ja, hier wird es nichts geben. Hier sehen Sie nichts. Okay, Karrieremodus. Werkstatt, noch einmal reingehen. Das ist wahrscheinlich unser Auto. Das habe ich irgendwann mal gekauft. Finde ich gut. Ja, ich habe tatsächlich schon mal ein Auto gekauft, Leute. So, ansonsten sehen wir hier natürlich die Derby, die Klassik und All-Star-Klasse. Das ist soweit bekannt wie aus dem zweiten Teil. Okay, und wir haben den hier, der große Point. Finde ich gut. Upgrades, können wir da schon was reinhauen? Ey Leute, ich habe schon Geld. Ich weiß nicht warum. Hau mal rein. Upgrade bestätigen. Wir hauen das Ding rein hier. Alles was machen. Tut mir leid, dass es jetzt nicht komplett von vorne ist, aber wir nehmen das mal einfach so hin. Weil wir schon fast das Ding hier komplett upgraden können. Cup fortsetzen. Ein Rennen bin ich schon gefahren, oder was? Keine Ahnung. Es geht los. Das so ein kleiner Bonus direkt für mich am Anfang ist, denke ich, legitim, oder? Sorry, Leute. Ach ja. Ist auch egal, oder? Ich bin anscheinend irgendwann wirklich mal eine Runde gefahren. Kann mich aber überhaupt nicht mehr daran erinnern. Denn anscheinend ist das der Spielstand in der Steam Cloud drin, denn ich habe es letztens erst wieder runtergeladen. Und ja, da war eigentlich nichts drin. Ich habe es gestartet, Einstellung hochgesetzt und bin dann nur mal auf schnelles Rennen gegangen und bin dann mal eine Runde gefahren. Und das war ganz geil. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. So, wir gucken mal ganz kurz. Mal sehen, wie wir uns hier schlagen. Es ist doch String, oder? Nee, das ist echt. Ah, das ist hier NOS. Das ist NOS und das ist die Hupe. Okay. So. Yes. Okay, spielt sich auf jeden Fall anders als der zweite Teil. Ich würde aber tendenziell mal sagen, dass es dann doch eher dem zweiten Teil nachempfunden ist, als dem dritten. Ich sage hier gerade, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, Leute. Ich wollte heute eigentlich den dritten Teil spielen, aber ich hatte den mal so weit gespielt, weil ich möchte eigentlich die Herausforderung mit euch zusammen machen, weil da halt ein guter Mix ist aus all dem, was es da so gibt bei Flatout 3. Und ich konnte die Herausforderung nicht resetten.
Es ging auf unerklärliche Art und Weise nicht. Deswegen muss ich das Spiel gerade nochmal deinstallieren. Möchte es dann nochmal neu installieren und hoffen, dass aus der Steam Cloud die Einstellungen dann wieder zurückgesetzt werden. Mal schauen, ob das klappt. Das heißt, ich werde jetzt zuerst diesen Teil spielen, den vierten, und dann den dritten. Werde den dritten aber vorher veröffentlichen, weil es halt dann besser ist. Ne? Aber ich, um ehrlich zu sein, bin ich nicht böse, weil der dritte echt Schrott ist. Aber wir werden dennoch durchspielen. Ja, und der vierte Teil, ich habe mich da ehrlich gesagt schon schön drauf gefreut. Muss auch jetzt sagen, sieht ganz geil aus, gefällt mir. Und hier ist aber noch nichts mit Battlen, oder? Ich kann nichts einsammeln, ASD und Alt hier funktionieren nicht. Es ist wirklich ein ganz normales Rennen. Sieht optisch, würde ich jetzt mal sagen, ein Stückchen schlechter als der zweite Teil aus. Obwohl der ja nun mittlerweile, wann kam das Spiel hier raus? 2014, 15? Ja, fast 10 Jahre vorher auf dem Buckel hatte. Da ist der dann hier dann doch nicht ganz so hübsch und von der Physik her ja natürlich. Das muss sowieso erstmal ein Spiel schaffen, an Flatout 2 oder Ultimate Carnage ranzukommen, weil das Ding ist einfach ein Brett. Ich habe das mit euch gespielt und es war einfach wie damals. Das ist ein Spiel, das ist einfach mein Lieblingsrennspiel. Gibt nichts Besseres. Aber das hier fährt sich ganz angenehm. Ich denke, das wird ein ganz gutes Let's Play. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, die Zerstörungsphysik hier, ja, macht was sie will, macht was sie soll. Ist jetzt ein bisschen unspektakulär, aber kann ja noch werden. Ich meine, das ist das erste Rennen für das Let's Play. Geil. Was mich gerade ein bisschen stört, wo sind denn die Gegner hin? Wir sind hier auf Platz 1. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist am Anfang schon schön Battle Mod, weil hier kann ich ja ganz genüsslich mein Bierchen trinken. Also bis jetzt ist hier noch nicht Ultimate Carnage Mod. Hier ist irgendwie noch nicht die große Zerstörung angesagt. Aber die Lichteffekte sehen schon ganz gut aus. Ja Leute, und wenn wir die Flatout-Reihe durch haben, dann passiert es natürlich. Wreckfest. Wreckfest wird gezockt, auf jeden Fall. Das große Highlight, das ja der Endpunkt der Flatout-Reihe derzeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Entwickler da zusammenklabüstert haben. Das ist ja der offizielle Flatout 3 Teil, der inoffizielle. Sie haben ja die Marke verkauft an diese wunderschöne Programmierfirma, die jetzt die Flatout Reihe macht. Ja, und die fahren das Ding natürlich ein bisschen gegen die Wand, aber ich muss ganz ehrlich sagen, qualitativ ist das hier bis jetzt okay. Es ist okay. Natürlich, das Ding, das hätte kein Mensch gekauft hier. Das wäre relativ unbeachtet geblieben. Und wegen der Marke, wegen des Namens natürlich. Was ist das hier? Hier ist einer kaputt. Hier, dass ich da so reinfahre, da fehlt mir so ein bisschen das Feedback auch, ne? Das ist so... So, ne? Unsere Karre vorne, das sieht auch alles nicht so hübsch aus, oder? Das Auto, oh doch, geht, passt. Es muss sich nur mal einfach mit dem zweiten Teil messen lassen. Oh, ich bin noch gar nicht im Ziel. Was ist jetzt? Okay. Das richtige Ziel ist ein Meter hinter dem eigentlichen Ziel. Muss man auch erstmal wissen. So, wir haben natürlich doch unten, wir sind Bulldozer. Jetzt haben sie original einfach wirklich die Punkteverteilung wie von Flatout 2 gemacht. Na gut. Ja, das soll natürlich, da haben sie sich definitiv an den zweiten Teil orientiert. Ist auch gut, ist perfekt, ist mein Lieblingsteil. Kann man das so sagen? Ist das mein Lieblingsteil? Ich fand den ersten Teil auch saugut. Und den habe ich ja, ich glaube, so vor 5 Jahren mit euch zusammen nochmal durchgezockt. Der ist eben auch einfach geil. So, was haben wir denn überhaupt? Smash Derby Cup. So. Ah, ein Rennen bin ich anscheinend schon gefahren. Nicht? Ein Rennen bin ich schon gefahren. Das war das hier. Und jetzt sind wir das zweite Rennen gefahren. Okay, aber jetzt... Oh, ich habe ziemlich viel Geld für ein Rennen bekommen, muss ich sagen. Okay, nächster Cup. Smash 'em Derby Cup. Es geht los, Industrial City. Ja, ich gehe da mal komplett unbefleckt rein. Ich habe hier keinen Schwierigkeitsgrad angegeben. Das war aber auch bei Flatout 2 schon so. Das wurde dann einfach so sauschwer, ne? Gegen Ende bin ich ja schon so ein bisschen... Aber das war geil. Das war schon ziemlich nice, dass man da auch so dermaßen auf den Sack bekommen hat. Das war schon richtig cool. Oh oh.
Es regnet. Und ich habe vorhin mein Sportzeug rausgehangen. Das ist übel. Naja. So. Das klappt aber nicht so schön wie im zweiten Teil, dass man am Anfang direkt einen drehen kann. So, jetzt möchte ich aber auch ein bisschen auf den Deckel bekommen. Das war natürlich der erste Cup. Ist klar, dass der ein bisschen einfacher ist. Aber jetzt wollen wir natürlich hier schon ein bisschen was. Jetzt wollen wir was sehen. Okay, das gefällt mir. Jawohl, gib mal Stoff da hinten. So, einen will ich jetzt drehen. Wir fahren geradeaus durch. Definitiv. Yes. Okay. Und er fährt auch noch rein. Okay, joa, das war schon ganz geil. Das hat auf jeden Fall schon mal schön reingezwirbelt. Ja, komm. Okay, yes. Da ist mausert sich, ne? Okay, da gibt mir einen schönen Tritt mit. Alter, die Karre, die ist ordentlich bucklig. Ich weiß nicht genau, was eine bucklige Karre ist, aber es fühlt sich gerade so an, als wäre... Oh, geil. Feuer. Schade, dass man dem nicht schön einer reindrücken kann, dass der sich dreht. Ich freue mich, Leute. Ich habe das Spiel damals, ich glaube wirklich vor 4 oder 5 Jahren, seitdem habe ich Flatout 4 auf der Platte. Und, oh Gott, ey, ja, die Wassereffekte hier, seht ihr das? Da ist der zweite Teil, da ist der wirklich schöner. Muss man einfach sagen, der ist da schöner. Aber die Regeneffekte auf dem Boden, die sind ganz geil. Da passe ich durch. Ja, map-technisch ist das natürlich auch ein bisschen abgeguckt hier. Aber besser abgeguckt, da hat er mich gedreht, der alte Halunke. Zack. Ich meine, die Tests, ich habe es mir vorher nochmal angeguckt bei YouTube, die waren auch mehr so ein mittelmäßiges Spiel. Man wird sich nicht dran erinnern. Joa, bis jetzt. Ich glaube ganz ehrlich, an mein Let's Play wird man sich erinnern. Das wird geil, Leute. Das wird richtig geil. Ich vermute mal, die Zuschauerzahlen auf meinem Kanal werden von Flatout 2 zu 3 zu 4 rapide abnehmen. Aber das ist mir egal. Wir zocken das Ding hier durch. Das wird geil. Ich habe jetzt schon tierisch Bock. So, erste Runde. Ich habe da irgendwie ein Brett vor dem Kopf davon, ne? Jetzt weg. Also optisch hier auch mit dem Industriekomplex gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber auf der Strecke, da muss mehr liegen. Da muss mehr Schrott sein. Viel zu wenig. Oder? Was sagt ihr dazu? Da muss doch hier... Zack. Auch sowas. Die Reifen, die müssen nach vorne spratzeln. Ich meine, das ist vielleicht realistischer hier als im zweiten Teil, aber es ist halt geil im zweiten Teil, dass alles so schön nach vorne fliegt und dir noch selber. Oh, das ist geil. Der Bagger da, der bewegt sich. Da fahren wir mal hier rechts lang. Ich vermute mal, wir werden die Strecken des Öfteren noch sehen. Und da können wir schon mal so ein bisschen gucken, wo dann hier die optimalen Wege für uns sind. Sehr viel geradeaus gefahren. Und Nos zwirbelt sich sehr schnell raus. Also du hast da unten den vollen Nos-Balken, da denkt man erstmal, Alter, jetzt aber bis zum Ende und noch viel weiter. Nee, 2 Meter weiter ist das Fläschchen leer. So. Und zack. Und der Sprung, ja, der gibt genau wie bei Flatout 2 auch ein bisschen... Hier geht's auch lang, okay. Das kann ich umfahren, oder? Jawohl. Jetzt einen schon zersmashed. Der erste liegt hier schon brach. Ja, und ich vermute mal, man hat hier irgendwie Waffen, oder? ASD alt, hat man ja geguckt. Das sind irgendwelche Special-Dinger, die ich hier noch reinhauen kann. Bin gespannt. Bis jetzt habe ich keine Waffen, aber ich hoffe mal, die kommen noch. Das kann natürlich nochmal ein schöner Game-Changer sein, wenn du wie bei Mario Kart so ein paar geile Dinger drin hast. Vielleicht haben wir auch einfach jetzt schon so viel Geld ausgegeben und unsere Karre so aufgemöbelt, dass wir vielleicht einfach direkt am Anfang ein bisschen overpowered sind. Kann das sein? Der Witz war natürlich auch im zweiten Teil, dass man durch diese physikbasierten Mechaniken immer wieder irgendwas unter die Räder bekommen hat und dann eben völlig dämlich durch die Weltgeschichte geflogen ist und hat dadurch verschiedene Plätze miese gemacht. Das fehlt hier so ein bisschen. Man kann tatsächlich alles relativ easy umnieten. Jetzt fahre ich mal hier irgendwo davor. Hier das. Okay, das kann ich nicht umfahren. So, Sprung mir mal mit. Aber ich sehe gerade unten rechts, da haben wir natürlich die blaue NOS-Anzeige links. Und ich glaube... Ah ja, doch. Okay, sowas gibt es dann auch. Jawohl, geil.
Da rechts, das ist der Verschlissenheitszustand, ne? Das rote. Der rote Balken. Wenn der voll ist, bin ich wahrscheinlich am Arsch. Okay, da kommt wieder einer. Da lass mal ein bisschen ran. Fanfare de France typisch, letzte Runde, kurz vorm Ziel. Da lässt man mal wieder einen Gegner rankommen. Wann sonst? Okay. Das ist halt das Ding. Hier müssen sie viel mehr Schrott hin tun, sodass es spannend wird. Sodass ich vielleicht noch durch Zufall mich überschlage oder der zweite Platz animiert wird, hier noch riskant zu überholen. Oh, er hat sich gedreht. Er hat sich gedreht. So, hier und... Ich hab doch Noss, oder? Kann ich es nicht nehmen? Reicht das nicht aus? Und... Ah, ich muss zu diesem einen Schniepel. Bis dahin muss ich es aufgeladen haben, sonst geht's nicht. Yes! Erster Platz! Ja, spielt sich gut. Wird, denke ich, ein angenehmes Let's Play. Ihr werdet jetzt schon lachen, weil ihr wahrscheinlich das komplette Spiel kennt und werdet dann sagen, oh oh, Fanfare de France, wo hast du dich darauf eingelassen? Okay, Smash and Derby, nächste Strecke, Valverde. Valverde. Alter Latz, das regnet. Aber mal richtig krass draußen. Meine Sachen sind komplett nass, weiß ich jetzt schon. Wird richtig übel. So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich fand ja auch Flatout 3, fand ich gar nicht so mega scheiße, zählt aber zu den, unter der Liste der 10 schlechtesten Steam-Spiele ist Flatout 3 mit drin. Und ne, da seht ihr schon, welchen Anspruch ich an Spiele habe, wenn ich ein Spiel, was unter den schlechtesten Spielen in der Steam-Liste ist, als spielenswert finde. Man muss dann halt seine Ansicht zu dem Spiel ändern. Es ist halt einfach ein Kackspiel und dann den Trash-Faktor dahinter sehen. Das ist schon cool. Okay, das ist ja auch typisch hier Flatout 2-Strecke, ne? So von der Umgebung, vom Levelaufbau jetzt nicht unbedingt. So, versuche ich jetzt hier einfach mal ein bisschen mitzumachen. Ah, hier geht's sogar weiter. Es geht sogar hier lang. Okay, gefällt mir sehr gut hier. Oh, sehr schön. Das Schadensmodell ist nicht so schön knautschig wie im zweiten Teil. Hier, wenn ich den so reinfahre, da passiert nicht viel. Okay, er battelt. Er battelt. So, setzen wir uns mal zurück. Oh, da bin ich durch ihn durchgeploppt. Und da wollte das Spiel auch nicht, dass ich in ihm bleibe. Warum? Hier schwebt man auch so leicht über die Rohre. Ey, okay, das kann ich nicht umbiegen. Schade. Das wäre ganz geil gewesen. So, Leute, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf das neue Need for Speed, ne? Das soll ja so ein bisschen wie... Alter, mach näher! Der ist völlig abgehoben, der Typ. Immer diese abgehobene Gegner. So, ja, setz mich doch zurück. Geht nicht. Okay. Oh, geil, ey. Sowas liebe ich immer, wenn man sich so verhakt. Da drücke ich extra nicht. Oh, geil. Zurücksetzen, damit ich eben so ein bisschen die Immersion behalte. Dass es ein echtes Rennen ist. Okay, haha. Das war echt krass. Achter Platz. Finde ich gut. Jetzt kriegen wir ja schon ordentlich auf den Sack. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Aber ich glaube, das muss man direkt am Anfang einfach mal machen. Also ein bisschen hier einfach für Furore sorgen. Ah, hier kann man schon ein bisschen mehr umknüppeln. Das gefällt mir schon. So, sechster Platz. Die sind sehr weit vorne. Und zur Karre sieht dann doch schon so ein bisschen demoliert aus. So, wo sind sie denn da vorne? Das kann jetzt aber nicht sein, dass die so weit vorne sind. Da sind sie alle. Da sind sie. Da sind sie. Festhalten. Krallen wir uns die Säcke. Jawohl. Da vorne wird schon gut abgenost. Rein in die gute Stube, es geht los. Oh, da fehlt mir der Bums. Da fehlt mir der fucking Bums. Das, da hätte seine Tür abfliegen müssen und der hätte irgendwo aber richtig schön in der Botanik wieder überhaupt zur Besinnung kommen dürfen. Aber der Staubeffekt hier ist sehr hübsch. So, hier geben wir mal eine mit. Du gehst mir nämlich tierisch an den Senkel. Wir wollen da lang, wir wollen da rein. Okay, festhalten.
Das nennt man den berühmten Tunnelblick. Oh, geil. Von oben auf den Deckel. Los, fahr zu, Junge. Fahr zu. So, einen drehen. Okay, ich fahr ja da lang. Oh, oh, jetzt ist mein Arsch in seinem Gesicht. Oh, gegen die habe ich keine Chance hier, wenn die mich battlen. Ja, da hat er mir gut einen mitgegeben. So. Kann man das da eigentlich wegmachen, dass ständig diese Lieder so prominent reinploppen? Okay, jetzt. Oh, den will ich, den will ich, den Typen da. Der muss dran glauben. Guckt euch den an, wie arrogant der hier schon vorfährt. Ne? Hier kann man langfahren, okay? Jetzt, pass auf. Zack, Junge! Yes, nicht zurücksetzen, das war alles genauso geplant. Okay. Vorletzte Runde. Lass mal dich einmal da vorne mit deinem Jeepers Creepers Auto. Jeepers Creepers, Leute, letztens rausgekommen. Kann ich das umfahren? Yes, geil. Soll nicht gut sein. Ich würde mir angucken. Auf jeden Fall. Zack, Tor ungeniedet. Ziel versetzt. Das wäre eigentlich mal geil, oder? So, dem geben wir natürlich eine mit hier. Da kommen die Nächsten, da kommen die Nächsten. Jetzt kommt doch schon langsam Flat-Out-Feeling auf, oder? Das ist doch schon ansatzweise das, was ich mir erwarte. Geil. Okay, wir fahren auch mal geradeaus. Wie ist denn der Weg hier draußen? Hier kann ich auch rüberspringen. Nee, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, da kann ich nochmal auf die andere Strecke. Aber das hätte ich natürlich auch erahnen können. Indem ich einfach mal auf die Minimap gucke. Eieiei, da fliegt mir fast die Farbe aus dem Bild. Das ist schon geil hier, auch mit den Partikeleffekten dann. Yes! Juhu! Mit einer fetten Drehung. Und natürlich, der Klassiker bei Flatout, wenn man wieder zurück auf die Straße will, von einem Unfall, dann kannst du dir eigentlich direkt schon den eigenen Arsch demolieren. Ist halt so. Es wird... Alter, geil! Okay, die Explosionen sind ziemlich nice. Ich habe meinen roten Balken nicht beachtet, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, da können wir ja normal machen dann, ne? Ja, wir machen mal weiter. Scheiße! Bei Flatout 2 warst du nie kaputt. Fuck! Okay, das macht's echt interessant. Wenn man natürlich doch so schnell kaputt geht, dann so im späteren Spielverlauf, wenn du dann so ungefähr 6 Runden fährst, stelle ich mir gerade so vor, nicht, dass das passieren würde, aber... Und dann auf einmal brennen alle und wer dann wirklich noch ganz beinig über die Ziellinie kommt, das wird natürlich interessant. Okay, das ist sehr interessant. Ja, dass ich jetzt natürlich hier eine gute Platzierung kriege, ist jetzt Schwachsinn. Oh, guck mal, jetzt habe ich da links irgendwas. Jetzt habe ich das hier. Ah! Geil! Eins? Das ist eins. Das ist ja geil. Was habe ich jetzt da vorne? Okay. Alter. Ihr habt doch nie alle Latten am Zaun. So, warte mal, jetzt halt. Okay, das ist ziemlich dämlich, würde ich mal behaupten. Ich muss nur die Zeit ablaufen lassen. Aber das macht es interessant, Leute. Ganz ehrlich. Es passt dazu, dass das Spiel einfach trashig ist. Yes, das hat sich richtig gelohnt. Da nochmal rein zu donnern. Ich glaube, da waren gerade ganz viel. Oh, das ist ziemlich strange. Weil er jetzt mit Alt ist... Nö, was ist denn das da hinten? Huh? Nee, wie war denn das? So, zack. Alter, die fetzt man ja richtig raus. Wie geil ist das bitte? Ich brauche natürlich irgendwas, um nach hinten zu ballern, ne? Hab ich schon wieder vergessen, welche Taste war denn das? Okay, die Strecke sieht auch ziemlich nice aus hier. Aber da sieht man schon, das Ding wurde ursprünglich mal für die älteren Konsolen gemacht. Die Bäume, die werden im Detailgrad auch erst 3 Meter vor mir. Hübsch. Hübsch. So, und warum lädt sich das jetzt da links nicht auf? Muss ich dazu irgendwas zerstören, oder wie? Raff ich nicht ganz. Weil jetzt habe ich da links nichts.
Das war doch ASD und alt, oder nicht? V? Weiß ich nicht. Oh, okay, Schwein gehabt. Ich bin jetzt dafür, wir fahren ab. Oh, okay. Das ist ja Physik out of hell hier. Wir folgen dem einfach mal unauffällig. Vielleicht kriege ich dann nochmal was. So, durchs Zerstören kriege ich nur Noss. Wir halten fest. Ah, jetzt habe ich es wieder. Ah, warte mal. Mit steigendem Noss-Balken kriege ich das da. Was ist das jetzt? Jetzt habe ich irgendwas. Irgendwas habe ich gemacht. Aha. Keine Ahnung, ich habe dieses grüne Ding benutzt. Das ist das Allerübelste, wenn man so auf der Seite liegt und das Zurücksetzen-Zeichen nie kommt. Und man wartet und wartet. Okay, also das S kann ich mir sparen, keine Ahnung, was es ist. Am besten ist A und D. D ist nach vorne, A ist nach alle Richtungen. So, der wird wahrscheinlich auch gleich sein A haben, ne? Das alte A-Loch. Jawohl. Jetzt kriege ich nichts. Warum das? Doch, jetzt habe ich den Ring. The Ring of Fire. Oh ja, komm her. Na, warte. Na, warte du. Na, warte, warte du. Die Frage ist natürlich diese riesige Knolle, die ich nach vorne schieße. Ist das eine Lenkrakete oder ist das einfach nur eine, die nach vorne geht? So, was ist das jetzt hier? Der Magnet. Ah ja. Das ist W. Wer hätte es gedacht? Das war klar, dass ich das jetzt versiele. Also, das ist wirklich W-A-S-D. Was war denn alt? So. Kann nur Stoff geben hier. Es geht gar nicht, dass die jetzt da vorne wegfahren. Verpisst euch mal hier. Lasst mich mal durch. Vielleicht schafft man noch einen dritten Platz in der Gesamtwertung. Das wäre natürlich ganz nice. Dann kann man wenigstens das Rennen als Yes, we got it. So, das ist jetzt ganz... Ah, wir sind jetzt weiter. Der fährt da vorne in Ruhe. Himmel, Arsch und Zwirn. Jetzt die Frage. Gebe ich Noss Blast dran vorbei? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, denn ich weiß nicht mehr genau, wo das Ziel war. Ziemlich geile Strecke, auch mit den vielen verschiedenen Wegen. Das gefällt mir. Also die Strecke, die hat es wirklich in sich und mit diesen Upgrades, die man da hat, mit diesen Features, das ist cool. Das ist cool, das passt. Das ist wirklich genau das, was diesem Spiel gut tun würde. Oder gut tut. Gut tut. So, nehmen wir alles mit. Und jetzt kann ich das auch nach hinten ballern, oder? Warte, mit Alt. Ja. Also da muss ich Alt drücken und dann die Feuertaste und dann ballert er das Ding nach hinten. Spielmechanik begriffen schon im ersten Part. Jetzt ist natürlich die Frage, reicht es aus? Nein, vierter Platz. Leute, das war klar. Das war klar, das war dieser eine große Crash. Wir machen trotzdem das hier. Ach komm, wir machen das normal. Ich will das jetzt schaffen. Das ist ja nice, Leute. Tut mir leid, dass wir es jetzt normal machen müssen, aber ich muss mich halt erstmal reinfuchsen. Ich muss auf jeden Fall den roten Balken unten rechts im Blick behalten. Das ist wichtig. Ihr müsst ja mir eigentlich jeden Part drunter schreiben. Van Fürde Franz. Nur so zur Erinnerung. Achte auf den scheiß roten Balken. Man muss es auch so schreiben, den scheiß roten Balken. Weil ansonsten lese ich das so, ja, ja, das ist so wie im Lehrbuch. Das sind die kleinen Sternchen und so, das liest man nicht. Aber die scheiß roten Balken, das ist wie dick gedruckt. Das ist wichtig. Okay, let's battle of the best. Hier ist natürlich noch alles friedlich. Ey Leute, ganz ehrlich, das wird ein schönes, trashiges Spiel. Das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Aber ich habe das Gefühl, von solchen Spielen, von so einer Qualität, da wird es noch viele geben, die mir einfach durch die Lappen gegangen sind. Und da könnt ihr auch mal in die Comments schreiben, ey, Van Fürde Franz, guck mal hier bei Steam. Da gibt es noch so ähnliche Spiele, die sind völlig unbekannt. Die kommen natürlich nicht an Flatout 2 ran. Das ist uns allen klar. Aber das wollen sie auch nicht. Sie wollen einfach nur schön unterhalten für ein paar Stündchen. Und genau das ist es manchmal, was ich nach der Arbeit brauche. Einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen und schön zerschrotten. So, warte mal. Du bleibst hängen. Und raus aus der Hütte. Und wieder rein in die Stube. Zack. Das muss. So, wir wollen... Oh, das Gedrehe, ey.
aber ganz nice gemacht. Jetzt bin ich natürlich hier wieder der Lahmarsch hier in der Mitte. Das werden viele ausnutzen, mir gleich reindümpeln wollen. Ja, wie er als Shadow einfach dran vorbeifährt, ne? Das hast du davon, du Lappenjohnny. Du, jawoll. Jetzt bin ich wieder on Rage. Geil. Jetzt kommen wieder die guten Schimpfwörter. Lappenjohnny, Flatterfurz. Alter, ich triff. Genau die Mitte. Erstaunlich. Den musste ich mitnehmen. Sorry, Leute. Das war jetzt einfach. Mein innerlichster Schweinehund hat gesagt, komm, egal wie das jetzt ausgeht, gib Noss, gib ihm einen mit, der muss fliegen. Apropos, ich konnte rausfliegen, ne? Wir sind schon mal rausgeflogen. Kann ich alles mitnehmen hier? Geil. Also die Fahrphysik ist wesentlich, wesentlich abgemilderter im Gegensatz zum zweiten Teil. Also manchmal reißt es einem auch jedes Ruder nochmal so rum. Batz. Aber das ist im zweiten Teil was ja richtig böse. Ja, doch. Ich denke, die Entwickler haben dazugelernt und sie sind jetzt bereit, Flat Out 5 rauszubringen. Man muss einfach mal auch die Lernkurve beachten, der Entwickler, ne? Von Flat Out 3 zu 4. Also das sind Welten. Das sind einfach wirklich Welten dazwischen. Obwohl ich Flat Out 3 auch nicht scheiße finde. Es hat... alles klar. Aber der Gabelstapel auf hell. Warte mal, kann ich hier auch rüberspringen? Sag mal, meine Karre ist doch schon wieder hart am Limit, oder? Sehe ich das falsch? Der rote Balken ist schon wieder dreiviertel voll. Das ist wieder nicht gut. Ich mache wieder zu viel Blödsinn. Das kann wieder böse enden. Das ist schon geil, diese Partikeleffekte, ne? Wie der Regen mir entgegenkommt. Das ist so ein richtig schöner Tunnelblick. Das haben sie gut gemacht. Das gefällt mir. So, hier ist besser, eigentlich hier zu springen. Dann kriege ich die Kurve besser hin. Wir müssen uns jetzt schon mal die Strecken und so einprägen. Denn wenn wir später mit diesem absoluten Highspeed kamen, hier vorbeifahren, dann müssen wir das natürlich alles blind beherrschen. Hier ist das gut, wenn ich hier durchfahre. Ich wüsste nicht warum. Das ist eigentlich nur gefährlich, oder? Kann ich das eigentlich alles mitnehmen? Krass! Wer mit dem Feuer spielt, der wird auch hart bestraft. Sehr geil. Schön durchgenost. Ach, hier oben, ne? Dass dieser Container da so rumwabert. Das wäre so cool, wenn der einfach irgendwann runterfallen würde. Das würde mir gefallen. Gerade wenn man nicht damit rechnet. Fährst einfach so auf dem ersten Platz und dann direkt auf den Schädel. Doink. Das würde mir jetzt gefallen, wenn es dann passiert. Irgendwann später im Let's Play, wenn ich ewig battle, dann finde ich es wahrscheinlich scheiße. Aber es wäre auf jeden Fall überraschend. So, hier noch ein bisschen Zaun mitnehmen. Warum tue ich das? Warum kann ich nicht einfach ganz normal das Ding zu Ende fahren? Nein, ich muss das Stückchen Zaun mitnehmen. Ich habe mir davon so ein bisschen Noss auf. Hier, sowas. So, das wollte ich eigentlich. Geht schon wieder fast in die Hose. Oh Gott, also die Wassereffekte hier, die Spiegelungen sind echt ziemlich übel. Also, aber die Spiegelung, die auf dem nassen Untergrund, das sieht gut aus. Also es ist, ja, solide 3 von der Grafik, würde ich mal sagen, oder? Sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Und solide ist ja auch nicht schlecht. So. Los jetzt hier. Wir wollen weiter. Jetzt kommt das schwere Rennen. Sehr schön. Das kennen wir. Soweit bekannt. Jetzt kommt das Harte. Auf jeden Fall. Jetzt kommt der Harte. Teil. Ne, warte mal. Ich wollte gerade das Obszöne rausnehmen, aber mit das harte Teil habe ich es wieder reingenommen. Jetzt auf jeden Fall am Anfang versuchen, nicht so viel zu battlen. Denn das endet nur böse für mich.
Das Rad da unten ist schon geil. So, let's go. So. Also hier war gar nicht so das Problem, dass die Gegner so gut gefahren sind, sondern hier habe ich echt viel zu viel Battle-Mod gemacht. Aber andererseits wollte ich es auch ein bisschen, ne? Ah, der Balken ist erst grün. Der wandert nach unten. Der lädt sich nicht auf. Alles klar. Jetzt begreife ich es. Das heißt, ich hatte in der letzten Runde tatsächlich noch relativ viel Energie. Das ist natürlich auch immer die Frage, wenn ich jemanden reinfahre, wie endet oder wie wirkt sich das auf meinem Energiebalken aus? Jetzt nehmen wir mal alles mit. Ich würde die gerne so zerfisten. Aber wir sind einfach noch zu schwach. Die Partikeleffekte, wenn ich hier NOS gebe, das ist einfach, das würde wie bei Zurück in die Zukunft oder so. Sehr schön. Das hat mir schon gefallen, dass der Typ jetzt dran glauben musste. So. Ja, hier sind so gelbe Dinger, deswegen kann ich das nicht durchbrechen. Alles klar. Da hat jemand die Abziehbildchen draufgeklebt. Klar, da kann man nicht durchfahren. Geht nicht. So, Freunde. Ja, ich würde ja gern. Ich kann noch nicht. Was ist denn das hier? Schild. Achtung, Besoffene. Ah! Okay, ich setze mich zurück. Keine Chance. So, das Schild nehmen wir mit. Warte mal, hat mal, hat mal. Nochmal Schild. Oh, man. So, wir sind noch in der ersten Runde und ich habe schon wieder ein Viertel meiner Energie verloren. Es passiert genau das, was ich eben vermeiden wollte. Genau das. Aber es macht auch zu viel Spaß, einfach mal irgendwo reinzufahren. Es geht nicht anders, das muss sein. Sehr schön. Ah, mir fehlt ein bisschen NOS. Komm, Motel, lass dich umnieten. Sehr gut. Immer noch kein NOS. Das ist frech. Vierter Platz. Immer noch besser als eben der 10. Oh! Das war geil, egal was es war. Die Explosionen sehen verdammt cool aus. Die sehen so überdimensional gut aus, dass sie eigentlich schon wieder gar nicht passen. Fahr, 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 fahr. Fahr zu. Die Sicht gefällt mir eigentlich auch ganz gut hier. Sieht cool aus. Das gab es ja bei Flatout, den Vorgängerteilen, nicht? Oder Motorhauben sich? Doch, gab's. Also jetzt der Blödsinn. Gab's, natürlich gab's das. Aber das ist nun mal einfach die Flat-Aussicht hier. Das ist sie nun mal. Zack, Junge. Oh, aufgebockt. Da fehlt mir die Federung. Ja, wir nehmen den Sprung. Oi, geil. Vielen Dank. Das tat so richtig gut, dem so schön einen von der Seite mitzugeben. Zack, Junge. Jawohl, gedreht. Ich kann dir sagen, wer gedreht am Boden liegt, auf den wird eingedroschen. Naja, diese Erfahrung musste ich auch machen. So heftig eingedroschen. So, wo bleiben sie? Bitte? Kann man das kaputt fahren? Geil. Es ist schon geil, ne? Es ist ein bisschen wie bei A Crisis, diese Blechhütten, wo man einfach alles so inflationär kaputt machen kann. Mann! Okay, also diese Abkürzung, die ist es nicht wert. Da fahre ich lieber diesen kleinen Bogen. Boah, hier will ich alles mitnehmen. Wie ist das eigentlich mit diesen, mit den Strippen da oben? Fallen die zusammen? Die sind einfach weg. Ah, schade. Das fand ich ja cool bei Flatout 2, dass dann auch diese Telefonleitung oder Stromleitung da oben dann so schön physikalisch korrekt nach unten gegangen ist, ne? Das sah schon geil aus. Hier ist eben einfach weggeploppt. Das ist so erstaunlich. Seitdem ich hier mit euch Let's Playe, achte ich auf sowas. Vorher war mir das völlig bums, dachte ich mal, Grafik, ja, muss halt passen. Nee, aber gerade so solche Details sind es ja eben, ne? Oder wenn du in irgendeinem Shooter an der Kloschüssel stehst, dann ist es eben ein wichtiges Detail, dass man bei der Kloschüssel ziehen kann. Oder dass man aus der Toilette trinken kann. Oder dass man die Kackwurst rausnehmen kann. Das sind solche Details, da merkt man, ja, hätte ich auch durchbrettern können. Ich kann nur die Stützpfeiler nicht kaputt machen. Das sind aber Qualitätsmerkmale von Spielen. Kann ich Toilettenschüsseln bedienen,
Ne? Und so. Aber die Lichteffekte hier sehr, sehr schön. Also hier mittig könnte ich durchfahren, mache ich jetzt aber nicht. Denn wenn ich es ausprobiere, geht es auf einmal nicht mehr. Und dann werde ich wieder überholt. Aber es sieht gerade gar nicht so scheiße aus. Wir haben noch die Hälfte Energie, letzte Runde. Und seitdem ich mit euch wieder Flatout spiele, liebe ich übrigens wieder, die Rennspiele mit Tastatur zu spielen. Ich habe mich wieder daran gewöhnt. Ich habe mich echt wieder daran gewöhnt. Es spielt sich einfach gut. So, lala. Wo kommt denn das Ziel? Kommt das da hinten nicht? Ah, sehr schön, wie das hier umgekippt ist, das Schild. Und auch da liegt. Gefällt mir. Das ist nicht komplett zerbröselt. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Sachen, die auf dem Boden liegen, doch, machen auch einen Widerstand. Okay. Selektiven Widerstand, würde ich mal sagen. Oh, geil. Okay, Feuer. Jawohl, sowas ist auch immer geil, oder? Man prescht durchs Ziel und die KI kann nicht mehr bremsen. So, okay, letztes Rennen. Battle of the Best. Wollen wir nochmal gucken, ob wir hier noch ein bisschen zerstören können. The Forest Trail. Events freischalten, indem du Cups mindestens mit Bronze abschließt. Seht ihr? Da haben wir es wieder. Das Wichtigste im Leben wird wenigstens Dritter. Alles andere ist Lappenjohnny-mäßig. Und keiner will der Lappenjohnny sein. So. Ah, your love could start a war. Oh, das ist doch geil hier. Wie er aufkommt. Oh, wäre er jetzt so ein Arsch. Da fährt er mir das seitlich noch rein. Ich hab dich gerade bewundert. Was ist hier gerade bitte los? Kann ich auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sieht gar nicht schlecht aus hier, die Dinger. Warum schießen die alle nach hinten? Oh, oh. Ist nicht gut, oder? Ich habe ein Geschenk auf dem Kopf. Also das ist eine Lenkrakete, sehe ich das richtig? Was ist das? Was ist das? Lass mich doch mal fahren. Letzter. Warum ballern die alle nach hinten? Hat man nicht irgendwie das Bedürfnis, gerade wer Vorletzter ist oder so mal? Hä? Ach, da ist ein Poller. Das sind die Poller. Ah, die kommen dann aus dem Boden raus. Jetzt habe ich es geschnallt. Alter, Leute. Leute, es ist doch alles Murks. Yes! Keine Ahnung, wo es... Ach, das sind die Poller. Ja, ich hab's begriffen. Ist schon nice. Ist schon nice. Ja, da war klar, dass ich den hier abkrieg, ne? Ist schon klar. Oh, Bombe. Okay, jetzt muss ich langsam mal ein bisschen mitmachen, ja? Zack. Daneben. Aber okay. Ich hasse dich. Ich hasse dich und deinen Puller-Poller. Passe ich da echt durch? Da passt man echt durch. So, wir sind letzter. Da drin. Dann gehen wir noch eine mit. Den gehen wir hinten eine mit. Warte mal, das kann ich aber auch. Das kann ich auch. So, setzen wir uns gleich zurück. Gar nicht lange rumschnacken. Da ist er ausgewichen. Der alte Hund. Der alte Klabusterbärenhund. Okay, aber es ist ziemlich chaotisch. Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht gerade so viel beeinflussen. Alter, aber es ist irgendwie geil. Es ist so chaotisch, dass es schon wieder geil ist. Das gefällt mir, Alter. Die Schockwelle. Die ist original wie bei Blur damals. Da gab es eine schöne Schockwelle. Das ist cool. Der Modus ist cool. Der wird mich irgendwann zur Weißglut bringen. Vielleicht schon in den nächsten 2 Sekunden. Das kann sein. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber bis jetzt gefällt er mir gut. Oh. Okay, gar nicht so schlecht. Oh, komm. Wie kann das sein, Alter? Ich bin genauso mit Karacho hier lang gedonnert. Oh, ja. Kann dieser blöde Holzstamm jetzt irgendwie mal langsam hinter mir spawnen? Oder ich vor ihm spawnen? Irgendwie anders, dass ich ihn nicht immer mitnehmen muss. Ich war jetzt 3-mal respawned und war 3-mal musste ich ihn anfahren. Komm, geh hoch. Okay, es ist wirklich ziemlich chaotisch.
Es ist echt ein bisschen zu chaotisch. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht viel mitreden da vorne. Weh, du bist jetzt hoch, ey. Vor allem, weil es eben so einfach wirkte. Uiuiuiui. Ja, böse. So. Oh, Mann! Hör doch jetzt bitte auf hier. Gibt er mir echt noch einen mit 6. Platz? Ich bin mir gerade nicht so sicher, welcher Platz ich mindestens sein muss, damit das hier noch irgendwie glimpflich für mich ausgeht. Wie können die anderen diese Kurve kriegen? Oh, letzte Runde. Muss mal hoffen, dass der... Oh ja, natürlich. Mach mal da Stein hin, ne? Ja, warte mal, der Weg ist da drüben, ist eigentlich irgendwie kacke. Okay, ja. Finde ich gut. Danke. Weitermachen. Oh, nein, nein. Oh, wie einfach der Holzstamm komplett so liegt, dass ich nicht anders lenken kann und er mich direkt gegen noch einen Baumstamm lenkt. Die Baumstämme sind richtig übel hier. Das ist der nächste. So, ich darf jetzt nichts weiter mitnehmen. Meine Karre ist völlig am Arsch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich glaube, man sieht sie auch so leicht an. So minimal. Oder? Oder? So, wir haben wieder Ring of Fire. Ich muss schon sagen, da steht einer, aber es ist einer, der fährt nicht mehr mit. Der fuhr noch nie mit. So, warte mal, jetzt könnte ich eigentlich einen Poller benutzen, ne? Yes! Habt das gesehen? Habt ihr das gesehen im Hintergrund? Er ist noch davor gerast. So, jetzt bin ich gespannt. Reicht es aus für den ersten Platz? Damit kassieren wir auch die volle Punktzahl. Ja, ich sag's doch, ne? Das wird ein Mischbar der Gefühle. Ich lobpreise diesen Modus und in den nächsten 2 Sekunden werde ich ihn hassen. Genau so ist es. Und 5. Platz ist natürlich übel, aber zum Glück hat es für die Gesamtwertung gereicht. Ja, Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Ich finde, der erste Part... 47 Minuten jetzt schon. Krass, ich dachte, jetzt sind so ungefähr eine halbe Stunde rum. So schnell kann es gehen. Es ist wirklich, es macht Spaß. Es kommt natürlich nicht an die Qualität eines Flatout 2 ran. Das war mir klar. Aber es macht erstaunlich Spaß. Also ganz ehrlich, ich habe mir das Ding, glaube ich, für 7 Euro oder so mal geholt. Kann ich jetzt schon sagen. Die waren es mir jetzt schon wert in diesen 47 Minuten. So, wir kriegen gut Cash und ich würde mal sagen, wir behalten unsere Karre auch, oder? So, Derby, wir sind noch hier. Was ist das? Bloody Metal Derby Cup. Hä? Wir waren hier fertig. Genau, wir sind noch hier. Und hier, jetzt geht's hier weiter, alles klar. Derby, also es ist genau so aufgebaut, ne, wie Flatout 2. Original. So, Zeitrennen und hier überleben. Es ist wirklich genauso aufgebaut. Ja, sehr schön. Wir gucken aber noch mal ganz kurz rein. Wir haben natürlich jetzt auch bei der Werkstatt Fahrzeuge. Wie viel kostet der? 16.000 Cash. Und der kostet 12. Wir haben 16. Okay. Könnten uns auch den holen. Oder wir upgraden unsere Karre noch. Denn da fehlt da noch irgendwas? Ah, wir können jetzt hier nochmal ein Upgrade reinhauen, oder was? Tatsächlich. Können wir wahrscheinlich auf Höchststufe 3 machen, würde ich jetzt mal vermuten, so aus meiner Spielerfahrung. Räder und Bremsen, Fahrverhalten. Nö, dann lassen wir mal so. Das Geld, das sparen wir uns. Und ich würde mal sagen, mit der Karre gehen wir dann nochmal an den Start. Das kostet ja nichts, ne? Das kostet nichts. Nehmen wir das? Warte mal, hier noch. Feuer. Ah, hier. Alter, ist das bescheuert. Ist das bescheuert? Das ist so bescheuert, dass es mir gefällt. Da kommt echt Geld hinten raus. Seifenblasen, das ist auch gut. Okay, jetzt sehen wir so aus. Das gefällt mir, das passt einfach zur Karte. Warte. Ja. Das heißt schon Metal. Oder Schrei, das ist auch geil. Wir nehmen auf jeden Fall die große Hupe, oder? Direkt am Anfang. Geil. Okay, Leute. Das war Flatout 4 Total Insanity.
Wird ein geiles Let's Play. Bleibt dran. Deswegen abonnieren, liken nicht vergessen und einen schönen Kommentar auf alle meine Fragen, die ich euch gestellt habe, drunter setzen unter diesen Part. Ich werde jede einzelne Frage beantworten. Ich werde überall meinen Senf dazu schreiben und ich werde mit euch jedes Spiel dieser Welt auf meinem Kanal durchspielen. Versprochen. Ciao.